Als Vorbereitung auf das Finale der Dachwelten 2020 haben wir in München Lisa Yamaguchi von Miley Peter Architekten besucht, die uns etwas über ihr Objekt an der Hohenzollernstraße erzählt hat. Das schräge Dach ist ja ursprünglich erstmal nicht als Aufenthaltsraum entwickelt worden, sondern eigentlich ist es ja ein ganz praktischer Wetterschutz. Also der Regen läuft die schräge Dachfläche entlang in die Regenrinne, von dort aus in die Regenfallrohre und wird dann zur Erde geleitet. Das heißt, dass die Räume, die da jetzt in diesem Dach bisher entstanden sind, erstmal auch gar nicht jetzt vielleicht die Aufenthaltsqualität haben, die man sich vielleicht heute wünscht, weil heute gerade im städtischen Kontext ist es natürlich so, man sucht, wo es geht, auch in der dicht bebauten Stadt nach mehr Wohnraum, mehr Fläche. Da wurden immer mehr Dachräume eben dann ausgebaut, das heißt, die Dachräume werden gedämmt, es werden Löcher reingeschnitten, Gauben eingesetzt, damit dann auch Licht in diesen Dachraum kommt. Und was dann natürlich entsteht, ist oftmals vielleicht auch ein bisschen so ein beengter Raum. Die schrägen Wände lassen sich nicht so leicht möblieren. Und wir haben uns gerade bei dem Projekt, wo es auch um das Wohnen in diesem Dachraum ging, explizit auch mit diesem Thema beschäftigt, wie wohnt man denn jetzt heutzutage vielleicht auch in so einem Dach? Wir befinden uns hier im Norden der Münchner Kernstadt. Das ist an der Leopoldstraße, also einer der Prachtstraßen Münchens, die als Allee eben von Norden direkt in das Zentrum zum Odeonsplatz führt. Und man sieht es auch an dem Lageplan ganz gut. Hier ist die Stadt wirklich so als kompakter, fertiger Stadtkörper eigentlich zu verstehen. Und zu diesen beiden Straßen hin verhält sich das Gebäude auf unterschiedliche Weise, weil von diesen beiden sehr unterschiedlichen Straßenräumen auch unterschiedliche Anforderungen an das Gebäude gestellt werden. Man sieht es hier eigentlich auch schon in diesem Staffelbauplan von Theodor Fischer, der ja mit ausschlaggebend ist für das Stadtbild, wie man es auch heute noch in München sieht und auch gerade was das Dach betrifft. Da auch schon explizit eben Aussagen gemacht wurden, wie diese Dächer sich zum Stadtraum verhalten. Wo diese hellbraune Signatur eben zeigt, dass dort eigentlich einzelne Gebäude stehen sollen, bestehend aus einem Erdgeschoss mit Sockel, dann ein dreigeschossiges Regelgeschoss und dann eben das Dach. Und hier in die Hohenzollernstraße hinein, diese Dreiecke, die symbolisieren, dass hier eben eine geschlossene Bebauung vorgesehen wird. Und genau an dieser Ecke befinden wir uns jetzt eben hier. Und man sieht es eben auf den Fotos auch nochmal ganz schön, die Leopoldstraße als Allee. Und dahinter stehen dann diese Pavillongebäude als einzelne Stadtvillen an dieser großen Straße. Und in die Hohenzollernstraße hinein ist dann diese geschlossene Bebauung vorzufinden. Aber eben auch, da stehen jetzt diese kleineren Gebäude eben eng aneinander. Und die Trauflinien, die Dächer mit ihren Gauben, diese Vor- und Rücksprünge sorgen doch dafür, dass es da so ein bisschen so eine kleinteiligere Maßstäblichkeit gibt. Also dass da doch eine größere Heterogenität eben auch vorzufinden ist. Und auf diese explizite Situation wollten wir einerseits mit dem Gebäude, aber eben auch mit dem Dach im Speziellen dann reagieren. Das sieht man jetzt oben in dem Bild, wie das Gebäude jetzt hier in der Leopoldstraße dann zu liegen kommt und sich eben als einzelstehendes Gebäude in diese Reihe eingliedert und dann aber in die Tiefe, in die Hohenzollernstraße hinein, das Gebäude dann in die Länge gezogen wird. Aber dadurch, dass wir eben so ein großes Gebäude bauen, wollten wir eben vermeiden, dass wir da ja eine zu große Maßstäblichkeit auch in diese kleinteilige Straße mit hineinziehen und haben dann eben versucht, ähnlich wie das dann in den benachbarten Straßenzügen teilweise schon der Fall ist, innerhalb des Gebäudes so eine Maßstäblichkeit nochmal zu entwickeln, die eben dieser Kleinteiligkeit auch gerecht wird. Das ist eben ein Beispiel von Martin Dülver aus dem Jugendstil, wo man eben auch schon sieht, dass gerade so verspringende Trauflinien den Straßenraum doch stark beeinflussen können. Und das fanden wir so als Thema auch für das Haus sehr spannend. Das waren hier jetzt erstmal erste Skizzen, wo man sieht, wie wir versucht haben, diese Kleinteiligkeit eben in das Gebäude zu bringen, sowohl in der Fassade, aber eben auch mit dem Dach. Und da hatten wir die Idee, ja, wirklich von so einer expressiven Dachform, ja, die sich eher so kristallin auflöst und
für uns war das dann noch, gab es dann noch so einen emotionalen Bezug zum Geiste Schwabings als Zentrum ja auch ein bisschen des Expressionismus. Ne? Also Schwabing ist ja, war ja Zentrum des Blauen Reiters. Und diese Expressionisten haben mindestens atmosphärisch diesen Stadtteil doch schon immer geprägt. Und wenn man dann in den Expressionismus schaut und gerade in die Architektur, da sieht man dann doch auch die Auseinandersetzung mit diesen Expressionisten oder hier in diesem Bühnenbild von Hans Poelzig, dass dieses Thema der Dachlandschaft ja, bis hin zu so einem wirklich wilden, fast landschaftsartigen Gebilde, da ein großes Thema war, das da vielseitig bearbeitet wurde. Das betrifft jetzt eben einmal, wenn man von außen auf das Gebäude schaut, also wie diese Formen und diese Kleinteiligkeit dann in dieser Dachlandschaft Münchens einmal zu liegen kommt. Aber wir wollten eben, das hatte ich vorhin ja auch schon mal angekündigt, gerade auch den Innenraum, also wie wohne ich denn unter so einem Dach thematisieren. Und da sieht man jetzt in dieser Entwurfsskizze eben auch schon, dass wir gerade versucht haben, eben nicht so die klassische Kniestock-Gauben-Architektur hier anzubieten, sondern doch auch mal sehr großzügige Räume zu schaffen, die von verschiedenen Seiten dann auch Licht bekommen. Und das waren so die Leitbilder, die wir für den Innenraum hatten. Das sieht man jetzt hier schon, die ersten Bilder in der Umsetzung. Wir haben nach oben hin so recht große Lichtkanonen in die Dachhaut geschnitten, die eben auch nochmal für eine gewisse Höhe innerhalb des Raumes sorgen. Und dann hier mit den Einschnitten dann auch diese Lodgen und diese Freiräume nochmal in den Wohnraum reingezogen. Das Dach von außen wurde dann mit so einer Metallschindel gedeckt. Wir hatten da immer so ein bisschen das Bild von so einem Reptil, das da mit dieser schuppigen Haut dann überzogen wird. Die Einschnitte in diese Dachhaut sind eben vielleicht jetzt dann auch nicht die konventionelle Gaube, wo dann im Prinzip einmal nach vorne aufgeklappt wird, sondern die haben wir versucht, eigentlich als plastisches Teil innerhalb dieser Dachfläche zu sehen. Also wir hatten da auch mal so ein bisschen die Vorstellung, wie wenn man mit der Pistole durch so ein Blech schießt und dann sich diese Dachhaut so verformt, dass dann eben dieser Raum auch entsteht, ja, nach außen sowie als auch nach innen. Die Aktivierung des Tragwerks für diesen Dachraum war für die Gestalt dieser Wohnungen für uns auch wirklich entscheidend. In dem Fall ist es eben kein Holzdachstuhl, sondern so ein Stahlbetonskelett, das über solche Stützen nach unten geführt wird und nach oben hin diesen Dachraum auch trägt. Und das haben wir eben versucht, wirklich atmosphärisch dann auch zu nutzen und dieses Tragwerk wirklich gestalterisch auch wirksam zu machen. Genau, und das sind jetzt eben nochmal Eindrücke aus diesem Wohnraum, dieses fast so spinnenartig sich aufspreizende Betontragwerk, die Einschnitte, die dann doch großzügig auch Licht in diesen Raum fallen lassen, wo man dann auch Bezug nach draußen zu der Dachwelt eben in der Stadt dann auch wieder bekommt. Dadurch, dass man natürlich sehr weit oben ist, ist es natürlich schon auch teilweise ein Spektakel, dann raus wieder nach München zu schauen. Und ja, so sieht das aus jetzt hier.